Willkommen zurück zu Spellforce. Wir sind auf dem Weg, irgendwo dahin zu gehen, um hier die letzten knatternden Möchtegern-Ends hier zu vernichten. Aber, naja, der Weg wird kein leichter sein und so ein Dreck, habe ich gehört. Also wird das auch so sein. Wir gucken mal. Ja, das kriegen wir vielleicht irgendwie eventuell möglicherweise gebacken. Ja, Einheiten kann ich nicht mehr bauen. Ich kann auch noch nichts weiter erhöhen. Dann halt nicht. So. Ihr könnt aber die Skelette mit in die Gruppe aufnehmen. Ist das nicht toll? Und die hier meinetwegen auch. So. Mit all denen gehen wir hier dann gleich voran. Und dann mal gucken. Schnell! Mal gucken, wen oder was wir hier noch platt machen. Wollen ja letztendlich auch hier hin. 12. Ist ja gar nicht mal so wenig. Für meinen aktuellen Zustand, weißt du? Das ist ja Stufe 8. Ich meine, ist machbar. Mir nach. Aber immer mit ein bisschen Vorsicht. Zur Ehre Aonias. Aber erstmal dahin kommen. Erstmal ein paar Bäume umklatschen. Guten Hallo. Nor wird uns rächen. Okay. Folgt mir. So, ich will sofort trotzdem hier noch lang. Siehst du, da haben wir ja. Aber hier rum und dann los hinein in die mächtigen Sümpfe, im Morast. Die hier voller Elan hier in meine Richtung stapfen. Bin ich nicht okay, aber was willst du machen? Ist wie es ist. Ich werde angegriffen? Ach, da ist einer. Folgt mir. Kämpft, Männer. Hab ich doch nicht gesehen, dass einer ist. Und los. Ich hab damit nicht gerechnet, okay. Jetzt kommen die anderen zwei mir entgegen. Und los. Zur Ehre Aonias. Eure Gegenwehr ist vergebens. Ja, also. Und los. Geht doch. So, dann kannst du einmal Bereichsheilung für alle machen. Bereichsheilung ist aber auch, ne? Man kann schon fast sagen. Schnell. Ist fast besser als die Heilaura. Weil es einfach theoretisch mehr Einheiten heilen kann für weniger Mana kosten. Schnell. Verstehst du, was ich meine? Ne, jedes Mal, wenn du halt die Heilaura halt castest, jedes Mal pumpt sie ein bisschen Mana ab. Jetzt kein Riesenbetrag, ne, aber halt effizienteres Heilen hast du mit dieser Bereichsheilung. Folgt mir. Denke ich. Glaube ich. Hoffe ich. Keine Ahnung. Zur Ehre Aonias. So, Waldschrat, genau. So hießen die. Die wollen wir erledigen. Die Linien müssen halten. Wenn wir das schaffen. Ja, mal gucken, ne? Sofort. Schnell. Und dann muss ich wahrscheinlich hier nochmal rumlaufen und mit dem Typen hier quatschen, damit der dann hier das Tor aufmacht, oder? Wie ist das zu verstehen? Vorwärts. Wir werden sehen. Für noch so ein Ding. Und ein paar Ochse. Dor wird uns rächen. Eure Gegenwehr ist vergebens. Der eine ist weg. Zum Angriff. Jetzt überleben. Sofort. Noch mehr Orks. Zur Ehre Aonias. So eine nicht bestellte Gratislieferung hier. Eure Gegenwehr ist vergebens. Nor wird uns rächen. Ein feiger Angriff. Wo wollt ihr hin? Hallo? Achso, Und los. Ein feiger Angriff. Sofort. Mir nach.
Ein ehrloser Hinterhalt. Oh, zack. Okay. So, gehen wir hier mal zwangsweise rein. Eigentlich wollte ich jetzt hier nicht rein. Aber wenn die unbedingt hier rein wollen, wegen der scheiß Türme, ja, dann machen wir halt die scheiß Türme eben schnell. Eigentlich wollte ich ja entlang des Flusses hier weiter, um die Bäumchen kaputt zu machen. Klappt ja gut, die zu haben. Mir nach. So. Für die Freiheit. Gut, Müller steht da immer noch. Ist einfach anwesend. Sie war stets bemüht. Für die Rune. Immer auf den Turm. Eure Gegenwehr ist okay, vergebens. Die gehen schon mal auf den anderen Turm, ist auch okay. Gebt euren Befehl. Ab auf den anderen Turm. Wird uns rächen. Nicht lang fackeln, dann auch machen. Wer lang fackeln wird auch gefackelt. Ein feiger Angriff. Ich glaube, ich habe ein paar neue Skelette. Das heißt, wo die herkommen. Das war er hier, der auch mitgeballert hat, ja. Zack. Wird uns rächen. So, eine Kiste mit Kleinkram nehme ich auch mit. Vorwärts. Zur Ehre Aonias. So, Skelette voraus. Hier, geht mal auf den Krams hier. Macht mal was. Aber macht was Effektives. Gebt euren Befehl. Lasst uns kämpfen. So. Hier geht weiter da drauf. Nor wird uns rächen. Nor ist mit uns. Kommt hier einfach wieder her von irgendwoher. Geht mal da drauf. Die einfach umzingelt sind von den ganzen Skeletten hier. Gebt euren Befehl. Dann spawnt jetzt hier auf jeden Fall keine Orks mehr. Das ist schon sehr gut. Blätter haben ihren Job gemacht. Läuft. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. Die Schlacht ist nahe. Lasst uns kämpfen. Kiste looten. Haben ein paar viele Zauber. Die Schlacht ist nahe. Nor ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Ja, was wollt ihr noch immer wieder sagen? Ist mit uns. Nor ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Scheit. Aber Nor ist mit uns. Noch so ein einzelnes Skelett. Mal hier ran. Für die große Gruppenparty. Gruppenparty, Gruppenparty. Vorwärts. So. Vorwärts. Ab zu dem Waldschrat. Können wir das schaffen? Jo, schon irgendwie, ne? Aber dann können wir theoretisch auch von hier aus neue beschwören. Wir dann, wenn das Tor hier vielleicht mal irgendwann auf ist, damit zu unserer Gruppe holen. Theoretisch. Praktisch abwarten. Noch viele Waldscharte. Hoffe nicht. Wir werden angegriffen. Sofort. Sind auf jeden Fall noch zwei. Ich glaube, ich kann das hier. Jo. Großes Haupthaus habe ich noch nicht. Aber nicht. Ja, ich könnte natürlich auch andere Einheiten inzwischen mal machen als die Assassinen. Aber wir machen eigentlich irgendwie einen guten Job. Irgendwas eigentlich und irgendwie. Und los. Der Questbuch wurde aktualisiert. Aha.
Er hört nichts mehr knarren und knochen, ja? Warum nicht zu sein? Okay. Ach ja, das sind ja die, die wir loslassen sollen. Für die Orks und so. Da war ja was. Ich erinnere mich. Ein paar Tage her, da ich gespielt habe, deswegen vergesse oft Dinge. Und los! Ja, okay, ich soll mit ihm reden. Da fällt mir jetzt einfach die Tore auf und gut ist. Aber nö. Ah, ihr habt die Flöte, sehr gut. Damit kann ich die Kriecher auf die Wachen treiben. Es könnte gefährlich werden. Zieht euch mit euren Truppen hinter den Felsübergang im Westen zurück. Dann werde ich sie freilassen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hier die Quest, die hatten wir die abgegeben. Ja, haben wir gemacht, ne? Und glaube ich abgegeben. Sonst müssen wir da halt nochmal hin. Bei Gelegenheit. Nicht jetzt, aber bei Gelegenheit. Folgt mir. Muss ja auch nur unser Avatar mit dahin. Unser Runenkrieger. Und los! So, mach mal auf da. So, ihr Monster, es gibt Futter. Du passt bist gut erste, auf, oder? Die Flöte wird sie meinem Willen unterwerfen. Nein, verdammt! Was jetzt? Ah, okay. Ich hab's befürchtet. Das war's, er ist tot. Level 20. Okay, den nähern wir uns mal besser nicht. Man ist hier lecker nom-nom, ja? Okay. Hier? Wir haben auch ähnliches Level, okay. Aber Quick Save, damit die plötzlich hier die dadurch hier reizen, dass sie mich dann töten. Oh ne, die gehen weiter, okay. Ja, dann soll es mir recht sein. Ich glaube, hier irgendwo stand auch noch eine Kiste, oder? So, Glücksbringer. Ja, der hat ihm ja nicht so viel Glück gebracht. Bei so einem Flötespielen brauchen wir eigentlich auch kein Glück. Eigentlich. Teile eines eisernen Soldaten. Dürfen wir einen eisernen zusammenbauen oder was? Als eigenen Runenkrieger dann? Wie wir doch jetzt auch so einen Goblin theoretisch beschwören können. Genau, dafür waren wir beim Maskierten.
Genau, und seine weitere Quest ist ja, wenn ihr nochmal einen findet, dann kommt zu mir zurück. Genau. Zeigt die Maskierten die Teile des Eisernen Soldaten. Ah, okay. Sofort! Schnell! Ich hoffe, der Weg ist hier bald frei. Wahrscheinlich setzen die sich dann hier in eine Grube nieder, oder? Könnte ich mir vorstellen. Damit die dann dort Dauerparken machen oder so. Vorwärts! Damit mein Weg dann frei ist zu dem anderen Knilch. Sofort! Den ich ja töten soll. Und los! Worum oder so. Genau. Okay. Sofort. Dann auf. Ja, natürlich bin ich so ein bisschen erpicht da drauf. So, ja, vielleicht töten wir doch nochmal die 20 Dinger da. Was soll schon groß passieren, außer dass ich mitten sterbe? Mir nach. Weißt du, was ich meine? Vorwärts. Kann ich nochmal quicksaven. Wenn ich denn nicht mehr stehe. Nein, das wird schon, wenn nicht wäre. Aber einer dieser Riesenfrösche war doch jetzt auch schon ordentlich angeschlagen, ne? Folgt mir. Bestimmt hier rein. Und los. Auf sie. Eure Gegenwehr ist vergebens. Okay, machen wirklich nicht viel Schaden. Das hält er so weg. Könnte aber auch an meinen Skelett liegen, dass die zu wenig Schaden machen. Okay. Wollte ich nur nochmal sicherstellen. Mir nach. Hätte ja schöne Erfahrungspunkte geben können, oder? Folgt mir. Vorwärts. Folgt mir. Dachte ich mir halt so. Naja, dann halt nicht. Mir nach. Vielleicht komme ich wieder, wenn ich selber Level 20 bin. Folgt mir. Und dran denke. Vorwärts. Und dran denken ist halt so eine Sache. Mir ne? nach. Mir nach. Und los. Ja, ich hatte ja auch Level up. Vorwärts. Dafür brauche ich erst noch ein höheres Level, ne? Nee, okay. Und los! Für die Rune! Kümmern wir uns um das Level ab und verspäter. Erstmal habe ich andere wichtige Angelegenheiten hier. Angriff. Vorwärts. Zum Angriff. Auf sie. Das Gebrüll. Sofort. Das war ein Siegesgebrüll. Mein Kampfgebrüll. Eure Gegenwehr ist vergebens. Man kann auch Wochen im Zelt. Die Linien dürfen nicht brechen. Oder nicht? Er hat dann doch keinen Bock, weil er dann einen gesehen hat hier. Angst hat Angst. Oder einfach nur keinen Bock. Auch möglich. Die Linien dürfen nicht brechen für die Ehre. Ein feiger Angriff. Jo. Ich geh mir auch so. Der feige Angriff.
Gebt euren Befehl. Die Linien dürfen nicht brechen. So, Verstärkung ist jetzt auch unterwegs. Die Linien fast dürfen da. Nicht brechen. Verdammt! Verratner besiegt! Mögt ihr in Zaras Volk im Schlumpf enden, Runenknecht! Ich würde sagen, der ist irgendwie tot. Der Tod ist nur der Anfang. Ich werde an allen Stellen angegriffen. Für die Ehre. Danke, Mammut. Vorwärts, Krieger. Ich habe auch mein Feuerschild gar nicht getastet, ne? So. Es gibt auch Feuerabwehr, ne? So ein bisschen. Und mal das Feuerschutz, quasi. Schaden auf den Gegner. Ja. Okay. Für die Macht Nords. Wo ist das? Aber Eisschlag. Okay. Silbern glitzert der Tod. So, hat er hier. Das ist schön verdammt. Mal gucken. Aha. Rune des Reovis. Genau, die sollten wir einsammeln. Immer ordentlich Einheiten verloren, ne? Gut, aus mehreren Gründen. Unkoordiniertes Angreifen hier. Einfach machen lassen. Kann ja nichts werden. Auch schon wieder kein nichts werden. Und hier unten will ich wahrscheinlich dann hin, ne? Zu dem weitesten Seelenfenster. Könnte aber auch ein Portal sein. Was ist das für eine Kiste? Man habe ich glaube ich noch nie gesehen. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Zauber auf jeden Fall auch nochmal alle anschauen. Mir nach. Aber halt nicht jetzt. Etwas spät. Folgt mir. Zum Angriff. Nor wird uns rächen. Der Tod ist nur der Anfang. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Freiheit. Kannst mal herkommen, kannst mal hier die Kiste öffnen. Hauptsache, du siehst immer raus aus dem Geschehen, damit sie halt nicht plötzlich umfällt. Dass noch alle wieder Hase bei mir immer läuft. Ein ehrloser Hinterhalt. Ein paar nette Waffen. Okay. Mir nach. So, was haben wir jetzt hier für schöne neue Zauber gekriegt? Wahrscheinlich gar nicht mal so viel schönes Neues. Stufe 3, Zone Heilung 3 haben wir. Aber Heilung 3, das klingt doch gut. Haben wir so. Das hier nochmal umswitchen. Ach, geht auch. Okay. Ich kann das hier so ein bisschen sortieren, weißt du? Ich habe ja hier 50 Bücher. Reiten. So, bei den Feuerkranz haben wir Stufe 3, das ist Stufe 3. Okay. So. Weiterhin Intelligenz, Weisheit, Charisma. Mir nach! Wie gesagt, ich bin mir noch unsicher, ob ich halt noch einen anderen Elementar-Dingens irgendwann skillen werde. Da wird die anderen voll. Das heißt, alleine schon, wenn ich dann Stufe 5 bin. Stufe 10 bin. Dann kann ich
schon eine in Elementarmagie und eine weiße Magie stecken und dann auch in die Unterkategorie Feuer und Leben. Das heißt, im Level darauf habe ich dann theoretisch erstmal nichts wahrscheinlich dort zu skillen, weil ich dann wieder Level 12 haben muss? Ich weiß es nicht. Ab alle zwei Level kann ich doch hier einen Punkt reinsetzen, ne? Und das hin? Sofort! Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Abwarten und weitersehen. Der Tod ist nur der Anfang. So, die Rune von Riobis. Ein ehrloser Hinterhalt. Nach Mirator zurückkehren. Ja. Ein feiger Angriff. Vorwärts. Einsammler. Erstmal kämpfen wir uns hier noch durch. Durch die Stufe 8 Golems. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie ein Portal oder so, dass wir einfach schon mal reinschalten können. Auf jeden Fall ist die Kiste halt sehr interessant. Oder halt auch nicht. Ich glaube, so einer hat sie nicht geöffnet. Auf meine armen kleinen Skelette. Auf meine armen kleinen erwachten Toten. Die sind so süß, wenn sie noch klein sind, die armen kleinen Skelette. Die werden so schnell groß. Die Linien dürfen nicht brechen. Schnell! Und los! Sind halt eigentlich nur Klonen, ne? Eure Gegenwehr ist vergebens. Jedenfalls. Kein Portal. Glaube ich. Nee. Okay. Dann können wir aber halt mit dem Seelenfeld. Zum Angriff! Nor wird zu uns dem reichen. Maskierten. Und dann am Mirator. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Zur Ehre Aonias. Machen wir ein bisschen Feuer. Geht doch. So, den nehmen wir schnell noch. Einmal ganz kurz die Kiste. Bevor ich das eventuell sogar noch vergesse. So, wir haben da Kleinkram, so eine Heilung 4, Sternmünze, Akolytenstab. Sieben 13, 2 Talents, ja, ist das, was ich auch habe. Okay. Ohne Heilung. Wir haben ja Stufe 3. Das ist nicht erlaubt. Ich habe doch. Falsch angeklickt oder was? Hm. 30 Mana vor 35 vor 32. Okay. Aber halt auch für ein bisschen mehr Heilung, ne? Selbe Zauberzeit. Es steht halt leider nicht, ne, wie viele Lebenspunkte. Aber ich denke mal, es wird einfach mehr sein.
und los. So, jetzt will ich gerne zu dem hier. Das müsste sein, ne? Nahe dem Goblin-Lager. Sieht gut aus. Und zeigen wir ihm mal das Teil der vom Eisernen. Bitte warten. Ja, ich habe hier Metalle gefunden, ne? Diese Metalle habe ich in den Sümpfen gefunden. Das stammt doch aus der Zirkelzeit. Vielleicht passt es in eure Sammlung. Ein eiserner Soldat, um genau zu sein. Diese Geschöpfe wurden für den Konvokationskrieg geschaffen. Zuletzt sah man sie bei dem Ereignis, das heute die Schlacht um Fiara heißt. Sie waren gnadenlose Schlechter, solange die Macht des Seelenschmiedes sie durchdrang. Als der Runenkrieger den Seelenschmied bezwang, zerfielen die Armeen der Eisernen und versanken in Staub und Schlamm. Also nur totes Metall. Nicht doch. Seht ihr diese roten Steine in seinem Brustpanzer? Das sind die Seelensteine, die ihm sein unheiliges Leben gaben. Und diese Seelen kann man ebenso an einen Runenstein binden. Die Runensteine saugen begierig jede geeignete Essenz auf. Und diese ist es. Hier, nehmt. Diese Rune beschwört einen Eisernen? Unter euren Willen, ja. Er sollte euch ein guter Streiter sein. Okay. Also, der hat eben gerade von... Und der Schlacht halt auch erzählt, die wir mit unserem Runenkrieger hatten, auch gegen den Seelenschmied und so. Denke ich mal, er hat davon erzählt. Also sind wir nicht in einer anderen Zeitlinie oder so, sondern spielt quasi tatsächlich nach den Ereignissen vom Hauptspiel, ja? Sehe ich richtig. Okay, eine weitere Rune im Inventar. Muss ich. Da, Stufe 17. 10, Stufe 17 muss ich da sein. Okay. Also, es dauert noch, bis wir das tatsächlich einsetzen können. Dann hat der auch nur Stufe 15, der Eiserne. Ordentlich Stärke, etc. Na gut, muss er auch bei dem Level dann, ne? Wir müssen uns mal auf. Vielleicht kann man es ja tatsächlich mal gebrauchen. So, dann wollen wir jetzt nach Miratur, ja? Südöstlich. Wo genau das ist, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal hier. Es ist soweit. Rufe die beiden Runenkrieger herbei. Dann können wir den Angriff auf die Stadt beginnen. Ich habe eher so an das hier gedacht. Weil es ist ja nicht Portal in Sturmfelsen, das ist ja woanders. Welcher Sumpf? Nee, hä? Achso, ja klar, die sind ja nicht nach Ortschaft halt sortiert, sondern nach Reihenfolge der Entdeckung. Gut, dann gucken wir mal, wie es von hier aus weitergeht in der nächsten Folge von Spellforce. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.